Morgen! Hallo Moima, Age of Sigma Fans, unsere Community. Hier sind wir wieder auf dem YouTube-Kanal von Mini Paradise zu einem neuen Age of Sigma Battle Report. Ihr wisst das schon alle. Bei uns war lange Pause. Man könnte meinen, wir haben die Sommerferien aus Hessen mit den Sommerferien aus Bayern und gibt noch ein anderes Bundesland, was extrem lange und intensive Sommerferien hat, aber die Sommerferien sind überall gleich lang. Genau, aber versetzt. Also haben wir ungefähr eine etwas längere Pause gemacht. Dazu gibt es ein separates Video wegen Umstrukturierung und Co. und Ladenschließung mit der Gründung des offiziellen Mini-Paradise-Vereins. Und deswegen hat das natürlich viel Kraft, Energie und Zeit gekostet. Aber jetzt wollen wir voll angreifen und auf dem YouTube-Kanal wieder ordentlich Präsenz zeigen. Mhm. Wir wissen, dass Robert und sein 40k-Team schon ordentlich Gas gegeben hat. Und AOS soll das natürlich nicht weniger sein als 40k. Deswegen versuchen wir es, auch wenn wir es nicht hinkriegen werden, aber wir versuchen natürlich eben auch Content zu liefern. Und Nils und ich, wir machen heute den Anfang und machen einen neuen Battle Report von Age of Sigma, und zwar ein 2000-Punkte-Match. Und zwar spielen wir heute mal was richtig cooles, und zwar Fire Slayer gegen Skaven. Mhm. Ich glaube, das ist die einzige, das Spiel, glaube ich, mit einer Armee, wo du nahezu beide Armeen vollständig angemalt hast, oder? Also meine Fire Slayer sind komplett angemalt auf jeden Fall. Nein, die du angemalt hast. Achso, die ich? Achso. Also ich glaube, von den Skaven habe ich nicht viel angemalt. Die 40 Kleinratten hast du mitgewirkt. Die ist halt also beide Armeen bemalt und gut, die Skaven haben wir jetzt ja geteilt. Die sehen auch wirklich toll aus und deswegen wollen wir euch diese Armeen mal zeigen. Die hat nämlich beide, also seine Fire Slayer, Nils seine Fire Slayer hatten wir auch noch nicht auf dem Battle Report, genau. Sondern nur Manus, glaube ich. Genau, ja. Und jetzt kommen die Skaven nochmal dazu und das hatten wir auch noch nicht. Hatten wir auch noch gar nicht und die sehen wirklich toll aus. Speed Paint. Ja, Speedpaint. Ja, die Kleinratten. Vor allem der Große. Der Große nicht. Der genau. Große hat wahrscheinlich so lange gedauert wie alle anderen zusammen. Ja, deswegen wollen wir euch das gerne diese zwei wunderschönen Armeen zeigen. Auf jeden Fall, Age of Sigma von unserer Seite, wir haben da viel vor. Battle Reports natürlich, aber wir haben uns noch viele coole andere kleine Videos überlegt, wo wir ein bisschen den Content aufarbeiten wollen, Talks und vieles, vieles mehr. Dazu dann natürlich in den nächsten Videos. Aber heute ist erstmal richtig Kloppen angesagt. Und dann zeigen wir euch jetzt erstmal unsere beiden Armeen, plus die Listen und natürlich dann das Board. Und wünschen euch viel Spaß bei dem ersten Age of Sigma Battle Report seit langem. Ja, dann kommen wir zu 2000 Punkten Fire Slayers. Und zwar haben wir den Clan Herm da, oder die Loja heißt es ja. Ganz vorne sehen wir hier einen 10er-Trop Vulkite Berserkers, rechts davon einen 20er-Trop Vulkite Berserkers, die sind auch WYSIWYG, also mit Schilden und Piken. Dahinter, also links dahinter, haben wir dann die Auric Hearthguard, 10 Stück. Die Schützen. Genau, 10 Schützen. Und dahinter sind es die Hearthguard Berserkers, die mit der Flameschlag Kriegsaxt zu Deutsch bewaffnet sind. Dann das Herzstück der Armee ist Gotrek. Ich dachte, gegen Skaven passt das. Skaven wird sich doch sogar einformiert und hingelegt, oder? Nee, das ist das Base. Also. Aber ja, von den Skaven. Die sind so angemalt wie deine Skaven, das stimmt wohl. Geil. Dahinter sind zwei Auric Rune Smiter. Und als General der Rune Faser, der natürlich auch die ganzen Artefakte von der Loge hat. Dann haben wir den Flamesplitter, heißt es ja, das Ding. Und die Battleforge. Das sind 2000 Punkte Fire Slayer. Und sehr, sehr cool in einstimmigen Farbschema bemalt. Gegenüber der Fire Slayer haben sich 2000 Punkte Skaven gegenübergestellt. Wir haben als Battleline ein 40er Trupp. Ganz normal Standard Clan-Ratten, daneben 2x10 Stormwormens. Das sind die einzigen Battleline-Einheiten, finde ich ein bisschen schade von den Skaven, außer man spielt halt einen bestimmten Clan, dann haben wir andere Battleline, aber so viel dazu. Dann habe ich einen 6er-Trupp Stormfiends dabei, spiele ich heute das erste Mal in meinem Leben, muss ich zugeben. Der Druck ist für die Truppe oder für die Einheit sehr, sehr groß, also ich erwarte mir oder verspreche mir sehr, sehr viel davon. Warten wir es mal ab.
Dann habe ich zwei von den Canyons dabei. Den Vermilord Warpseer, das ist auch gleichzeitig mein General. Nils hat sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Ist beautiful. Und dann habe ich noch einen Crazier und einen Bombardier dabei. Und zwei Endless Spells, das ist der Burning Head und die Palisade hier hinten in der Ecke. Und natürlich dann die drei Geländestücke in drei verschiedenen Farben. Oh, sieht auch eigentlich ganz gut aus in den drei unterschiedlichen Farben. Ist ein bisschen eng geworden hier auf dem Tisch, weil so viele Modelle sind, aber das sind ebenfalls 2000 Punkte Skaven und die freuen sich ganz Skaven-mäßig schon auf die geile Partie. Unser Board für heute, grüne, schöne Landschaft, wir haben uns Folgendes überlegt. Es gibt eine kleine zerstörte Stadt in der Spielfeldmitte, wo die Skaven sich untergebracht haben, weil sie das imperiale Volk ausgerottet haben. Und die Zwerge wollen die Imperialen rächen, weil sie miteinander befreundet sind und deswegen ziehen sie einen Rachezug auf die zerstörte Stadt Talapheim und gucken mal, was sie machen können. In dem Spiel gibt es 5 Objectives. Die eigenen bringen jeweils, wenn man sie kontrolliert, 1 Punkt. Der hier gibt 2 Punkte und die beiden gegenüber von den feindlichen Linien geben jeweils 4 Punkte. Ne, für den Nils natürlich, auf der anderen Seite umgekehrt, 1, 1, 2 und 4, 4. Und wir spielen die ganz normalen Games Workshop-Regeln? Wir spielen die Games Workshop-Regeln heute innerhalb von 6 Zoll. Um ein Objectives zählen die Anzahl der Modelle. Ich glaube jetzt auch durch das neue Beast Crusader Battletome, wo auch die Modelle ja anders gehandhabt werden, wenn sie bei der Bestimmung, wer die Kontrolle behält, weil sie als 10 zum Beispiel zählen, die Masse, glaube ich sogar, dass das mittlerweile im Kommen ist oder auch von uns auf Turnierseite verwendet wird, dass wir Modelle benutzen. Aber das ist erstmal ein anderes Thema. Spielfeld und Spielfeldaufstellungsspielphase im Spiel. Aufstellung abgeschlossen. Die Fire Slayer sind noch etwas dünn besetzt, dafür befindet sich ja noch was hinten, unten im Untergrund, die sich dann auf das Spielfeld hochbohren wie ein Maulwurf. Auf der anderen Seite sind die Ratten zahlenmäßig klar überlegen aufgestellt. Ein breites Feld hier vorne. Und hier vorne ist ganz groß im Spielfeld der große Anführer der Zwergen. Lang vergessener Held, wieder auferstanden. Hier steht er. Bereit, ein paar Skaven-Köpfe zu zermalmen. Okay, wir freuen uns auf eine geile Partie. Sieht super aus. Viel Spaß beim Zocken. Für uns und viel Spaß beim Zuschauen. Für euch. Runde 1, Zug 1, Skaven. Voll Skaven-mäßig und so wird das jetzt. Das wird krasse Skaven-Action. Erstmal geht's los. Wie viele Warpstein-Punkte kriege ich, weil ich nur Clan Sky spiele? Das sind W3 plus 2 macht 5. Die mache ich mal hier mit dem kleinen grünen Stein deutlich. 5 Stück habe ich davon. Und mein General hier, der Vermilord Warpseer, generiert auf die 3 plus den zusätzlichen Befehlspunkt, auf die 6 plus W3. 2. Keiner. Dann starte ich mit einem Befehlspunkt. Dafür bräuchte ich auch mal einen coolen Würfel. Also ich habe einen. Dann fange ich noch an, in der Heldenphase zu zaubern. Und zwar macht der Crazy hier vorne als allererstes ein Mystic Schild. Das kommt auf die 5. Du kannst nicht bannen, ne? Nee. Dann mit der 6 klappt das Mystic Schild. Das Ziel von meinem Mystic Schild ist der General höchstpersönlich. Ich habe das Gefühl, dass du nämlich auf den schießen willst. Was? Was? Und das zweite, was ich zauber, ist die Palisade von meinem Crazier. Die kommt, glaube ich, auf die 7 mit einer 9. Ja. Stelle ich die. Also, krieg plus 1. Ja. Stelle ich die vollständig innerhalb von 18 Zoll. Hier sind hin. So viel zur Heldenphase. In der Fernkampfphase, also Bewegung, bisschen gescreamt, links und rechts, Skaven, Ratten nach vorne gerannt, Stormfiends, alles in Beschussreichweite gebracht. Jetzt bin ich in der Fernkampfphase. Jetzt kann ich einen Punkt ausgeben, so einen Warpstein, um die Fernkampfwaffen zu verbessern. Das würde aber, glaube ich, nur auf die Stormfiends gehen und nicht auf die Kanonen, weil die haben ja eigentlich keinen Schadenswert. Daher geht das, glaube ich, nicht. Deswegen gebe ich den nicht aus. Das
ein bisschen heikel. Mal gucken, was ihr meinen sollt, aber ich bin mir eigentlich recht sicher, dass das nicht geht. Deswegen gebe ich keinen Punkt aus und komme einfach so in die Fernkampfphase. Und starte mit den Storm Fiends. Das sind die einzigen beiden, die eine Giftwindfäuste haben. Und schieße damit in den Block rein. Das sind 9 Schuss. 3, 6, 9. Auf die 4, auf die 4. Fünf Treffen, 4 nicht. Und nochmal auf die 4. Woo! 4 Stück mit Rend minus 3. Minus 3? Ist durch, hä? Ja, ist durch. Dann 4 mal W3. Alter. 3, 4, 5, 7 Schaden. Ja, dann gehen 3 und 3. Ein halber. 3 und ein halber. Krass. Jupp, weiter? Ja, weiter. Jetzt wird's voll Skaven-mäßig. Der hier sagt zu dem, dass er überladen soll. Der überlädt, das heißt, ich darf mit 12 Würfeln werfen, anstatt mit 6. Aber Achtung, jede 1, die ich würfel, gibt der Warblighting Cannon selber D3 tödliche. Das könnte sehr, das ist voll die Skaven-mäßige Aktion und so. Das wird sehr amüsant auf jeden Fall. Genau. Fangen wir an mit dem auf die, der erste Würfel ermittelt, über welchen Wurf ich werfen muss. Aber ich muss trotzdem zuerst ansagen, dass ich überlade, bevor ich ermittle. Ich ermittle. Nein! Das ist, wenn er jetzt 12 Einsen würfelt. Du kriegst eh 12 tödliche. Ja. Aber das, was ich jetzt an Einsen würfel, kriege ich W3 tödliche. Also ich sag ja, ich nehme die Einheit direkt runter. Aber es könnte auch sein, dass meine jetzt in die Luft fliegt. Ja, aber die Einheit ist mehr wert. Naja, abwarten. Mann, nicht so viele Einsen bitte. Drei Stück. Ja. Jetzt kriege ich 3 W3 tödliche. Fliegt nicht in die Luft. Hat 8 Leben. Ja. 3, nein. 7! Verdammt! Ein Leben hast du noch. Ja, ich nehme gleich mal die 6 Zwerge weg, aber schieß erstmal mit dem anderen. Ja, der letzte knallt noch hinterher. Der kann nicht überladen, da sind es aber nur 6 Würfel. Und let's go, let's flow. Erstmal die 1. Ja, so. Den ersten. Das sind nochmal 6 tödliche. Ah. Und keine Deadly. Ja. 18 tödliche. Gut, dass ich keinen Battleshock machen muss. Scheiße. Voll Skaven-mäßig. Quasi. Geiler Move. Geil. Ja, war geil. Fängt super an auf jeden Fall. Schönen Gruß an die ganzen Skaven-Spieler. Ich spiele es heute zum ersten Mal. Die Warp-Leiten können cool sein, wenn man Einsen würfelt. Aber muss auch dazu sagen, das ist schon sehr, sehr viel Glück. 2 Einsen. Also die 1 war ja schon todeswichtig. War der Todesgut. Wenn du dann eine 5 und eine 6 würfelst, machst du ja nur 2 oder 3 Deadlies. Von daher. Glück gehabt, aber so soll der Skaven-mäßig sein. Ja, hier ein bisschen ausgedünnt jetzt. Nicht schlimm, ist nicht schlimm, wir haben ja noch viel zu tun heute. Dann Ende des Zuges. Punkte kriege ich 1 und 1 und 2, hat mir hier gesagt. 4 Punkte habe ich in meinem ersten Zug und du darfst. Juhu! Runde 1 für Nils und die Fire Slayer. Kleine Korrektur. Ich habe eben auch so gesehen, ich habe 3x3 gerechnet statt 2x3. Deswegen, ich hatte am Anfang nur 6 Schuss statt 9, als ich nämlich mit denen auf die geschossen habe. Um das jetzt nicht alles neu auszuwürfeln, machen wir es einfach fair. Ich habe ihm gesagt, er kann 2 voll lebende Modelle wieder hinstellen. So mache ich einfach statt 7 nur 3 Schaden. Mhm. Sehr fair, Dankeschön. Aber weil ich auch noch voll Skaven-mäßig unterwegs bin, bin ich hinterlistig. Das ist die Signalseigenschaft vom Vermilord. Wenn der Nils einen Befehlspunkt generiert, das ist nämlich genau jetzt der Fall. Genau. Auf die 6 bekomme ich den und nicht er. Spannung! Kippe? Da schon. 1. Gott sei Dank kannst du Einsen würfeln. Ja. Einsen würfeln ist super. Schönen Gruß an Manu, bei dem würfel ich nie Einsen. So, okay, dann Helmphase für die berühmt-berüchtigsten Fireslayer um Gotrek. Was geht ab? Ich aktiviere die Rune des unerbitterlichen Eifers und auf die 6 brockt sie. Ja! Ich kann sogar 2 zu Angriffswürfen addieren. 2 plus? Also ich addiere 2 zum Bewegungswert, ja. Und 2 zum Angriffswurf. Boah, plus 2 auf Charge. Mhm. Ist ganz nett. Ja, okay. Weil ich natürlich auch gleichzeitig mit dem Rune Smiter den Schrein aktiviere, oder die Schmiede heißt es, sodass ich plus 1 auf Gebete bekomme. Jawohl.
Ich bete mit ihm erstmal, dass die Einheit vor sich Verwundungswürfe wiederholen darf. Das kommt jetzt auf die 2. Ja. Eins würfeln kannst du auch. Okay, jetzt versucht er sein zweites Gebet, und zwar, dass sie rennen und chargen können. Ja. Auf die 2. Ja. Das funktioniert. Sehr gut. Und zu guter Letzt versuche ich den zu... Der kann 3 Gebete. Ja, der kann alles beten. Also das zählt nicht als Gebet, sondern als... Segen oder so, ne? Segen, irgendwas genau, anderes. Ja. Ich weiß nicht genau, wie es okay. heißt. Auch auf die 1 nicht. Okay, der kommt nicht. Okay. Movement Phase ist vorüber, der Fire Slayer. Und Nils, was hast du gemacht? Eigentlich sind alle nach vorne gerannt. Gerannt. Und hier sind die 10 Schützen und der Rune Smiter aufgeploppt und sind bereit, auf die Storm Vermin zu schießen. Genau. Hier drüben, die mit dem ist auch gerannt, aber die dürfen ja noch chargen, weil das Gebet funktioniert hat. Genau. Okay, cooli. Dann gehen wir direkt über und knattern mal eine Runde. Jo. Das sind meine Auric Horse Guard. Sind... Oh, ein Antrag mehr für den General. Muss ich nochmal einen Würfel nachwürfeln? Ja, würfeln, was einer nicht trifft. Auf die 4? Genau, auf die 4. Der trifft dann, der Chefe. Sieht jetzt irgendwie gut aus gerade. Würde nochmal, hast du schon einen hinterher geworfen? Ja, habe ich schon. Perfekt. Und verwunden auf die? Geht rein. Wow. Wow. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 10, mit Rend 1, ne? Mit Rend 1, genau. Okay, dann ich habe einen 4er minus 1. Hä, ein 4er warum? Die haben, wenn sie 10 Modelle sind und ein Schild haben. Okay. Gegen die plus 1, das heißt 4er minus 1 sind 5er. Davon habe ich gerade mal 3 gesaved, das heißt 3 tot, 6 tot, 8 tot. Das ist aber nicht so pralle. Dann noch die Charge Phase hinterher. Was brauchen die? 7? Ja, eine 7. Ja, eine 7. 7 ist top. 2 Würfel plus 2. Eine 4. Ich darf einen wiederholen. Einen Würfel? Ja, ich glaube. Durch den Musiker. Das ist das falsche Modell. Du brauchst theoretisch nur 5, ne? Du kriegst ja plus 2 auf Chargen. Genau. Addiere 1 auf Angriffswürfe. Addiere 1 auf Angriffswürfe. Regelkunde mit Nils. 1 auf Angriffswürfe ist noch viel besser, weil dann kriegst du plus 3. Genau. 4 gewürfelt, macht 7 und dann kommst du dran. Ja, dann läuft das. Nahkampf. Wir haben gepeilt und es sind 7 plus der Chef, also 7 mit dem Chef in Kontakt, also sind es 15 Attacken. Mhm. Auf die 3. Jawohl. Und auf die 4. 2, 4, 6, 8, 10 mal mit Rend minus 1. 10 Stück, Rend minus 1, gleiche wie vorher. Dann ein 5er Safe. Ein, also. 2, 4, 6, 8, 9. Einer lebt noch. Läuft. Der eine Stormwormen Champion schlägt zurück. Nein, was? Die hätten eigentlich die tödlichen noch gemacht. Auf die? Nach mit einem, wenn sie gecharged haben, hätte ich nochmal gewürfelt. Für jedes, Zoll, jedes Modell innerhalb von 8 Zoll auf die 6 erleidest du eine tödliche. Das machen wir jetzt nicht mehr. Okay. Weil, wenn wir das machen würden. Würden weniger rankommen. Dann würde ich vorhin alle 3 wegnehmen. Naja, ist gut. Ja. Obwohl das mein Nachteil ist. Egal, alles cool. Der Typ schlägt zurück. Aber werden wahrscheinlich genauso viele tot. Aber du könntest nicht mehr mit ihm zuschlagen. Ja, ja. Stormwormen, 3 Attacken auf die 4. 2 und der verwundet auf die 3. Eine, Rand 1. Also ein 5er, bleibt dabei. Ja? Ne? Ein Schaden, dann ist einer tot. Ja, ist einer tot. Dann endet die Runde vom Nils, der Fire Slayer, Battleshock Test. Doch, muss ich? Ich, du musst auch, aber. Einer gestorben, 7. Passiert nichts. Die hier rennen ganz dicke weg. Die haben nämlich eine Bravery 5 und der General hier vorne, der Champion der Einheit, der ist ebenfalls auch weggelaufen. Hat die Furcht ihn ergriffen und er haut vom Spielfeld ab. Dann. Zwei Punkte?
Du kriegst zwei Punkte, genau. Du kontrollierst deine beiden hinteren Spielfeldpunkte. Mhm. Den und den da. Und unser kleines hübsches Gemetzelchen hier vorne wird jetzt fortgeführt in der zweiten Spielfeldrunde. Und dazu machen wir jetzt live ein Roll-Off. Auf los geht's los. Ich fange an zu würfeln hier drüben. Ich habe eine 1 und du hast eine 2. Und ja, dann darfst du im Doppelturn, Doppelturn Gas geben. So, Runde 2. Zug 1, Fire Slayer auf die 6, klaue ich den Befehlspunkt. Nope. Auf die 5 plus kriegen die Jungs minus 1 to hit wegen der Palisade. Oh, sorry. Kippe 6. 5, jawohl. Die kriegen minus 1 to hit. Na ja, auch noch, oder? Ach, das ist ein Held? Ja. Sorry. Ja, der, für den muss ich auch testen. 1. Ja, die nicht. Ansonsten suchst du die Rune aus, 1er wiederholen. Genau, Rune der Wut. Trefferwürfe von 1 wiederholen. Auf die 6. Rockt sie? Nein, nur eine 3. Schade. Dann darfst du noch ein Gebet wirken. Genau, also er aktiviert wieder die Schmiede. Macht auf die hier. Die Schmiede kann man nur aktivieren oder zerstören, ne? Die aktivierst du oder zerstörst du, genau. Ja. Er macht wieder Rennen und Chargen auf die. Ja. Klappt. Dann macht er Verwundungswürfe wiederholen auf die. Klappt auch. Top. Und dann macht er den Splitter. Ja. Der klappt auch. Okay. Der wird sofort gestellt. Wir machen noch die Gebete hier drüben fertig. Und zwar hat er das Gebet der Schutzwürfe. Das macht er auf die Schützen vor sich. Das klappt nicht, weil die Schmiede nicht in der Nähe ist. Und er macht Verwundungswürfe wiederholen, auch auf die Schützen. Das klappt auch nicht mit der 2. Ui. Schade, aber okay. Ist so. Ist so. Dann stelle ich jetzt noch den Splitter und dann bewegen wir uns. Bewegung ist durch. Schützen gerannt. Formatiert. Vorgerückt. 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 Positioniert. Der Enderspell, der feuerspeiende Enderspell, der Feuerseher steht ebenfalls. Dann kommen wir in die Beschussphase und Nils will mal ordentlich nicht, aber will mal wieder ein bisschen was austeilen. Genau. Wo geht's los? Ich aktiviere mit dem Runesmiter den Flame Splitter. Ja. Eine Einheit innerhalb von 24 Zoll. Jawohl. Nämlich die. Die Klammerratten. Besteht die Einheit aus mehr als 20 Modellen. Ja. Erhalte ich plus 2. Also auf die 6 gibt es eine tödliche, plus 2 auf die 4 gibt es die tödliche. Okay. Das sind 5 Stück. Keine 4 dabei. Nein. 5 Stück. 6 Stück. 6 Stück, 6 Stück. Genau die Hälfte. 6 Deadlies für die Klammerratten. Wer schießt noch? Dann schießen 2, 4, 6, 8. 9? Mhm. 6, 9, auf die 5, auf die 5. Die schießen also auf deine angeschlagene Kanone. Ja. Einer. Super. Nein. Nope. Hier sind es 10. Ja. 3, 10. Minus 1 Hit. Genau, auf die 6. 2. Keiner. Einer. Und noch der Chef hier hinten, ist auch noch innerhalb von 8 Zoll. Nein, das war's. Die Schussphase. Charge Phase. Genau, fangen wir hier drüben an. Mit 8. Einer 8 kommen sie dran. Und wer charge noch? Gotrek. Ja. Der mit 11. 11. Ist auch sicher drin. Genau, dann und die. Kommen die Jungs. Die sind auch safe drin. Auch safe drin. Wir gucken mal, ob er vielleicht drankommt. Ja. Ja, wir müssen sie erst stellen und dann, aber ne, schafft er eh nicht mit einer 5. Alles klar. Und das war's dann mit der Charge-Phase. Der Befehlspunkt wurde von Nils ausgegeben. Genau, mit ihm hier auf die. Sie dürfen zuhauen, bevor alle anderen zuhauen. Und jetzt rappelt's richtig. 21 Attacken auf die 4, weil sie von der Palisade betroffen sind. Einsen darf ich wiederholen. Genau. Weil ich die Rune aktiviert habe. Das gibt eine zusätzliche 6. Und jede 6 macht 2 Deadlies einfach. Genau, jede 6 macht zusätzlich. Zusätzlich. 2 tödlich. Ach du Scheiße. Das sind schon einige 6en. Also wir haben 2, 4, 6 mal 2, 12 Deadlies. 12 tödliche.
Schnelle Partie wäre das zum Einstieg. Und auf die 3 verwunden wir nochmal. Ja. Das sind 2, 4, 6, 8, 9. 9 mit kein Rennen. Also auf die 6. Eingesaved. Sind dann also nochmal 8 plus 12, 20 tot. Jo. So, weil das ja gerade zu Beginn der Angriffsphase war, darf Nils jetzt in der Nahkampfphase noch Gortrek aktivieren. Und wir haben es gerade nochmal die Wars Globe mal durchgelesen. Boah, du, aua. Dude. Der, 6 Attacken auf die 3, alles wiederholen. Der brennt den jetzt ab. Hoffen wir es. Also, eigentlich wäre es doof, aber alles wiederholen? Ja. Oh, keinen unmodifizierten Trefferwurf von 6. Okay. 6 Stück, jawohl. 6 Stück. Und verwunden? Verwunden. Auch alle. Gut. Rent minus 2. Rent minus 2. Mhm. Perfekt. 2, 4, 6. 6 Stück, ne? Ja. Und das heißt, ich habe einen 6er und darf, weil er alles wiederholen darf, darf ich aber nur 1 bis 3 wiederholen. Also 6 erstmal. Eine 6 gewürfelt, die darf ich nicht wiederholen. Die 3 darf ich wiederholen. Noch keine 6. So, das heißt 15 durch, will schauen. 5 mal 3 sind 15? 15. Oh, alles klar. Ich kill ihn glaube ich doch nicht, oder? Du darfst doch nochmal zuhauen, wenn er nicht tot ist. Ja, dann schon. Also er stirbt auf jeden Fall. 8, 10, 12. Also wie viel sind es? 15. 15, jetzt fange ich an. Den ersten 5er Retter. Die ersten 12. 3 davon, die ich nicht geschafft habe, wirklich schnell nochmal. Und der hier war ja Kippe. Nochmal Kippe. Den habe ich. Den und den habe ich. Den und den habe ich. Und jetzt nochmal ein. Ups. Nochmal ein 5er Retter. Warte, du hast aber wie viel nicht geschafft, die du nochmal gewürfelt hast? Weil du jetzt die geschafften nochmal gewürfelt. Du hast ja jetzt die du nicht geschafft hast, nochmal gewürfelt. Also nee, ich hab nur 12 gemacht, weil ich 15 machen musste. Und wenn du davon die nicht geschafften würfelst. Hast du ja nicht geschaffte rausgenommen. Du hast gesagt, achso, es sind noch 3 mehr, meinst genau, du? Ja. Genau, stimmt. Sehr gut. Ich habe von 12, von 15 4 geschafft. Das heißt, ich muss jetzt nochmal 11 machen. Genau. Mhm. Und nochmal 11 auf die 5. Mann. Ja. Okay. Dann sind 5 durch. Hast du eigentlich Mystic Scheiße, das war Mystic Schild? Das bringt aber nichts. Achso, okay. Das war ja ein Fehler. Ich wusste nicht, dass ich eh schon alles wiederholen kann. Okay. 5 durch? Ja. Nur. Krass. Glück gehabt. Jo. Aber danach stirbt er jetzt. Schauen wir mal. Das Maschinchen hier hat W6 Attacken. 5. Auf die 5, auf die 5. Junge, da brennt richtig was ab, Dude. Eine. Nope, gar nichts. Das war alles. On Action Jackson, hier die 7 Boys. Genau, die versuchen die Kanone zu zerstören. Auf die 3. Einsen wiederholen, aber keine 1 dabei. Aber viele 2er. Ja, viele 2er. Verwunden. Und sie verwunden auf die 4, aber ich darf alles wiederholen. Hier sind ganz viele 1. Das ist auch bitter notwendig, die 3 auch. Okay. Das macht es nicht besser. 2, 4, 5. 5 Stück. Die Kanone hat minus 1. Ein Save von 4, das macht einen 5er. Davon habe ich eingeschafft und 4 gehen durch. Dann hat das Teil noch 4 Lebenspunkte. Da gibt mir mal so einen. Perfekt. 4 Lebenspunkte. Dann die Clanratten hier schlagen zurück. Das sind 17 Attacken. Ich will die ersten 12 und nehme 5 von denen, die nicht getroffen haben. Auf die 4. Aber das sind nur 4, oder? Die von bestimmt irgendeiner nicht, ja. Alle. Und verwunden auf die 4. Das war dafür umso schlechter. Das sind leider dann nur 4 Stück. 4 Stück. Wovon ich keinen safe. Krass. Und dann kommt der Retter. Wovon auch nur einer. Genau, anderthalb Schaden. Jupp. Als letztes Modell, der Vermilord attackiert Gotrek. 6 Attacken auf die 3. 3
Und verwundet auf die 3. 3. Rent minus 1. Dann ist es ein 5er. Wovon ich 3 Sechsen würfe. Sehr gut. Sorry. Dann, ich würde weder Schaden machen, aber egal, weil es macht eh nur einen dann, ne? Ja, aber ich habe ja eh alles gesaved, aber ja. Das wäre vor dem Rettungswurf. Ja. Du machst, also wenn ich jetzt 3 Schaden machen würde, müsstest du trotzdem nur einen Rettungswurf machen von 1 genau. 3 plus, gell? Ja. Und dann wäre es egal. Ja. Okay. Krasser Typ. Gut, und zum Schluss, also gib mir... So, Godrek darf nochmal zuhauen, weil er noch lebt und sich innerhalb von 3 Zoll mein Gegner befindet. Sehr geil. Okay, dann kannst du jetzt den Wurmlord wegschnetzeln. Er darf alles wiederholen, also wiederholt er die 2. Ja. Wir haben eine 6. Das macht zusätzlich W6. Tödliche? Ja, weiß nicht, ob es tödliche sind. Ich würfel erstmal die anderen. Ja. Die alle treffen. Mhm. Und jetzt würfel ich den einen, der auch trifft. Ja. Also sind das auf jeden Fall... 5 Trefferwürfe. Genau. Okay. Mortal Wounds, ja. Also 6 Mortal Wounds. Soll ich die kurz würfeln? Nee, warte, ich mach kurz den Safe-Wurf und dann gucke ich, wie viel Retter ich machen muss. Also erstmal die 5 Stück auf die 6. Keiner. Hier ist einer dabei, das heißt, es sind 4 durch. Mhm. Das sind wie viel Schaden? 3 immer? 12, ja. 12 plus W6? W6. 1. Plus 1 sind 13. So, 6, 8, 10, 11. 5er Retter. Hiervon habe ich die hier gesaved. So, das waren nur, das waren 12 und das waren ja 13. Also muss ich noch einen hinterher machen. Mach Jupp. Jetzt muss der einen wieder dazulegen. Einen dazulegen. Und nochmal 5er Retter. Er lebt noch. Nur 3 Schaden. 3 Schaden nur, dann geht er runter auf 4. Das ist natürlich interessant. Okay. In der Battleshock-Phase gebe ich einen Comic Point aus von meinem General. Mhm. Kein Battleshock-Test, wie es geben. Mhm. Auf die 5 plus kriege ich den zurück. Nein. Alter, bis jetzt habe ich, glaube ich, alle Würfe mit Befehlspunkten nicht geschafft. Okay, aber punktemäßig sieht es sehr gut aus. Hier bist du innerhalb von 6er, gibt 4 Punkte, 5 Punkte. Hier habe ich mehr Modelle dann. Ja. 6 Punkte. Die sind auch dir. Ja. Ja, das ist mehr Modelle dann. 6 plus 4 sind 10 Punkte. Ui. Für dich. Besten Dank. Jawohl, dann steht's. 10 zu 4, 11 zu 4. Nee, du hast 12. Nee, ich hatte eben... Achso, doch schon, ja, 12. Hast du genau. 12 zu 4 und die. Du musst keinen Battleshock-Test machen mit nichts, ne? Nope. Nee, ist nichts gestorben. Alles klar. Also doch hier einer, aber die haben 8 Mut. Toppi, toppi. So, dann wollen wir probieren, ob wir so Skaven-mäßig ins Spiel zurückkommen. Erstmal als allererstes die Palisade. Auf die 5 plus kriegen die minus 1 zu Hit. Nein, der Typ. Nein, ist eh eigentlich völlig egal. Auf die 2 plus generiere ich einen zusätzlichen Common Point. 6. Oh, ich krieg D3. Ups. 2. Dann bin ich, einkrümmig so. Dann bin ich jetzt bei 3. Bei 3 Common Points. Und dann fange ich an zu zaubern. In der hellen Phase gebe ich hier schon mal 2 von den Warp-Steinpunkten aus. Gehe auf 3 runter und verbessere. Darf Zauberwürfe wiederholen für den Crazy hier selber und für den Vermilord. Die dürfen alle Zauberbann- und Auflösungsversuche wiederholen. Ist aber nicht so wichtig. Fangen wir erstmal an mit dem ersten Zauber. Das ist der von der kleine Typ da hinten, der Bombardier, hier. Der wirkt den Warblitz, der kommt auf die 5. Ich sage, dass ich den verbessern will. Wenn ich den Zauber nicht schaffe, kriege ich selber W6 tödliche. Der kommt auf die 5. Mhm. Und ist eine 8. Ja, und macht jetzt W6 tödliche auf die hier. Mhm. Eine. Sehr gut. Hätte ich auch auf D3 lassen können. Es war nur eine Deadly. Hier hätte irgendjemand nur ein Leben, oder? Ja, glaube ich auch. Nimm mal einen davon weg. Den hier? Jupp. Oder hier den? Das ist eigentlich egal. Gut, schicke ich mich zu dir. Dann mache ich weiter. Der Vermilord Warpseer macht den ersten Zauber und zwar den fürchterlichen Warpsturm. Der kommt auf die 8. Kommt genau. Brauche ich nicht wiederholen. Ich wähle Gortrek aus, der kriegt W3 tödliche.
Was egal ist, ist ja nur eine, aber du musst ein W6 tödliche sogar, aber ist ja egal. Du musst Rennen und Charge-Würfe für die Einheit halbieren. Ja, gut. Eine tödliche auf den Plus. Ja. Safe. Okay. Dann kommt der zweite der Zauber von dem Crazy erstmal. Eine Einheit innerhalb von 13 Zoll. Das ist auch nur Gore-Trek. Der kommt auf die 7. Mhm. Der kommt, das heißt, er kriegt W3 tödliche. Und, wenn ich mit 2 würfeln, muss ich über den Wundenwert würfeln. Der hat 8, ne? Ja. Warum muss ich über Wundenwert würfeln? Der hat 8, also muss ich über eine 8 würfeln. 10 ist, das heißt, du bekommst W3 tödliche und musst 1 von Hitrolls abziehen. Okay. Eine tödliche, wieder ein Safe-Wurf. 6, safe. Sehr gut. Dann die letzten beiden Zauber, die ich noch habe. Der Warpseer, sein Zauber aus dem Buch, auf die 7 kommt. Das macht, glaube ich, einfach nur W3 tödliche. Der Mann bei der Arbeit muss erstmal nachgucken. Mann bei der Arbeit. Man muss auch sagen, wir haben die Armeen echt schon lange nicht mehr gespielt. Also verzeiht uns etliche Regelfehler oder längere Überlegungen, bitte. Für positive Kritik sind wir gerne offen. Ja. W3 tödliche. Okay. Und das kriegt er hier ab, der General. Oh. W3 tödliche. Ja. Hat der einen Ritter? Nein. Ei, weil da meine W3 sind so schlecht. Ein Schaden haben wir nur. Und der hat auch halb Rennen, halb Charge. Okay. Und der letzte Zauber, den ich wirke, ist ein Arcane Bolt von ihm. Mhm. Hua, kommt auf die 7, gebe ich den, eine tödliche. Dann ist er tot. Kleiner Spielfehler, war falsch auch vorher gesagt, ich wollte nicht den Arcane Bolt machen, sondern den Enterspell, den Burning Head. Den darf ich aufstellen und bewegen. Das heißt, ich bewege den hier drüber und stelle den hier hin. Mhm. Dann kriegt er und er jeweils W3 tödliche. Also würfel ich wieder für die hier. Brauchst du keine Angst haben, ist bei mir immer nur 1. 3, okay, 2. 2 Schaden. Und für und ihn er ein. Kriegt einen Retter wieder. Ne, geht durch. Und krass, von hier waren es 2, ne? Ja. Der hier und. Links, genau. Der hier. Schussphase: Stormfiend. Von mir kann leider nichts anderes mehr schießen. Die Jungs. Es kann nichts anderes mehr schießen. Dann fangen wir an. Die Stormfiends, die 2 Rattling-Gun prügeln hier vorne rein. Mhm. Und die beiden mit den Giftwindfäusten auf den General. Aua. Und los. Let's go. Ich fange mit den Giftwindfäusten an. Das sind 6 Schuss diesmal, nicht 9. auf die 4. Ich habe 1 in Reroll, weil sie in der Burning Head stehen. Haben sie nicht gebraucht. Das sind dann 4 Stück. Mhm. Und die verwurzeln auf die 4. 3 Stück. Rent minus 3. Wäre durch. Es ist 3d3 Schaden. 4, 5 Schaden nur. Das ist dann der Retter. 4er. 2 durch. Und das, der stirbt und der nächste. Nee, ich habe auf den geschossen. Achso, auf ihn? Ja, der hat doch keinen Retter. Achso, nee, dann hat er keinen Retter. 5 Schaden. Also sind es 5 Schaden. Dann ist er, glaube ich, tot. Aua. Sag das was, dass du auf ihn schießt. Ich habe mich gewundert, warum du 4 Retter machst. Ja, ich dachte, du hast auf die geschossen. Nee. Okay, haben 4. Weiter geht's. Aber jetzt haben sie keinen 4 Retter mehr, oder? Weil er hält nicht mehr neben. Es ist immer noch dieselbe Phase. Du schießt doch gleichzeitig. Ja, okay, stimmt. Okay, das sind pro Modell mit der Rattling Cannon 3W6 Schuss. 10, 16, 18, 19. 19. Ich will für die ersten. Die ersten 12. Auf die 4. 1er Reroll. Oh mein Gott. Ja. Und ich habe 12 gewürfelt von 19. Warte, ich verwunde die einmal kurz noch. Ich verwunde noch die 3. Können wir uns merken, das sind 5. Mhm. Und jetzt schieße ich nochmal 7 hinterher.
auf die 4. Einer Reroll. Nee. Und auf die 3. Oh, nur einer. 6 Stück insgesamt. Mit Rent 1. Okay, dann haben sie jetzt erstmal einen 6er und den 6er normal. Ja, ein 6er selber, ja. Keiner? Kein. Das heißt 12 Retter. 12 Retter? Ja. Dann 2 Schaden, krass. Ja, aber nicht so gebufft, aber ja. 1. 12er, 4er Retter, weil es noch dieselbe Phase ist wie davor. Das war auch eine 3. 2, 4, 6. 6 Schaden. 7. 7 Schaden. Ja, alles klar, dann nehme ich die Mutter weg. Charge Phase! Storm Fiends! Chargen! Let's go, let's flow! Eine 4, ich gebe einen Common Point aus und reroll den. Komm, Baby! Komm, Babys! 9, das sieht gut aus. Reicht. Das sieht sehr gut aus. Ich stelle ins. Haben gecharged, peilen und machen jetzt den vernichtenden Schlag auf die Boys. Wie heißen die? Hörskart Berserkers. Jawohl. Dann fangen wir an mit den zwei, mit ihm und mit dem, mit den beiden, mit den Schockfäusten. Das sind pro Modell 4 Attacken, das heißt 8. 6, 7, 8. Und auf die 4, auf die 3. Jeder Hitwurf von 6 macht W6 Treffer statt 1. Cool, wie Blight Kings. Und los geht's. Auf die 4. Das sieht nicht so gut aus. Darfst du nicht einsen wiederholen, Trefferwürfel, weil der Burning Head in der Nähe ist? Es geht nur vollständig innerhalb von 9. Der ist nicht dran. Nicht. Also, der nicht. Das war ein Versuch wert von mir. Ja, war nett. Dann ist das nur einer. Und der verwundet auf die 3. Ja. Das ist eine 6, ja. Rent 1, 2 Schaden. 6er, nö, 2 Schaden. Ja. 6er Wetter. Nö, 2 Schaden. Okay, dann die nächsten Attacken. Das sind die brutalen Fausthiebe. Das sind 2, 4, das sind auch wieder 8. Auf die 4. 3. Vielleicht überleben wir sie. Und auf die 3. Einer nur. Ben? Nee, aber 2 Schaden. 5er. Nö, geht durch. 2 Schaden. 6er Wetter. Einer. Einer, also nur ein Schaden. Mhm. Und die letzte Attacke, die ich habe, sind nochmal das gleiche. Nochmal die brutalen Hiebe auf die 4. Und das sind auch wieder nur 3. Nee, Quatsch, nee. Und auf die 3. Nur einer. Ui. Oh oh. Ein Safe. Aber 2 Schaden. Mann, oh. Jo, einer tot noch. Und der Chefe steht noch und hat noch ein Leben. Ja. Der haut einfach direkt zurück. Mhm. Das sind 3 Attacken. Ja. Auf 2 Deadlies schon mal. Oder? Was? 2, ja genau, 2 tödliche. Mhm. Und nochmal auf die 3. Eine nur. Und? Kein Rent. Wie wir vorhin geschmissen. 4 hat er noch, ne? Ja. Eine, kein Rent, ist ein 4-Up-Safe. Steht. Also nur 2 tödliche für 2 tödliche für mich, die gebe ich ihm. Action Jackson. Er muss keinen Battleshock-Test machen, weil er in der Nähe vom Objective steht. 12 Zoll, ne? Kein Battleshock, genau. Spellshock immun. Der Enter-Spell geht weg auf die? Auf die 2 bleibt da. Auf die 2? Auf die 3, aber die Schmiede ist ja aktiviert, deswegen. Also bleibt auf die 2. Mhm. Cool. Und das letzte, was ich dann habe, sind Punkte. Ich kriege einfach nur die Mitte, das sind 2 Punkte. Damit steht es 12-6 für dich. Und wir machen den Roll-Off. Der spielentscheidende Roll-Off, würde ich sagen. Glaube ich auch. 2-2. Du hast. Nee, du hast. Ich hab. Oh! Okay, bis gleich. Heldenphase. Auf die 6 plus glaube ich den Compoint. Genau. Nein, auf die 5 plus kriegen die Stormfiends Mühe sein zu hit. Ja, warum nicht andersrum? Und meiner noch? Nein. Nein, nur die 4. Ich aktiviere die Rune des erwachten Stahls. Und hoffe, dass er brockt. Nein, er brockt nicht. Aber ein Wuchtwert mehr habe ich. Er hier? Mhm. Achso, der Flamesplitter ist doch weggegangen. Ja, genau. Weil er nur auf die 3 geblieben wäre. Genau. Er macht das gewählte Rennen und Chargen auf sich selbst. Ja, kommt. Mit der 3 kommt es. Achso, die ist aktiviert. Mhm. Entschuldigung. Dann kommt das Gebet mit dem Wundwürfen wiederholen auf sich selbst. Ja, auch kommt das auch. Kommt. Und jetzt kommt noch der Flamesplitter.
Ja. Kommt auch. 3-3-3. Genau. Du würfelst immer passend. Nee, es hätte auf die 2 geschafft. Das stimmt. Genau. Dann haben wir den Flamesplitter stehen. Hier drüben haben wir ebenfalls die Gebete Wundwürfe wiederholen. Das klappt. Und Schutzwürfe plus 1 auch für die. Auch das klappt. Das war es mit der Heldenphase. Schussphase. Ja. Hier kommen 6 an die Kanone da hinten. Die schießen auch alle auf die 5. Keiner. Mhm. Und die anderen 2 hatte ich vorher schon mit der Kamera, oh, was die Kameraauswahl gesagt, auf den. Auch keiner. Okay. Der logischerweise auf seine Jungs vor sich. Ja. Ja. Nein. Nein. Wäre auch zu schön gewesen. Und da hinten sind es 21 Würfel. Mhm. Auf die 4. Ja, genau, auf die 4. Ich darf nichts wiederholen. Nicht so schön. Nee, jetzt noch auf die 3. Auf die 3 alles wiederholen. Das ist auch dringend notwendig. Oh, ich quatsche nicht. Nur einer nicht? 2, 4, 6, 8, Rent minus 1. 2, 4, 6, 8, Rent minus 1. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt machen kann. Ich gleich mal gucken. 1er Reroll. Oder ob das dann. Ob ich das. Ne, muss ich einen Punkt ausgeben für die Fernkampfphase und einen für die Nahkampfphase? Ich kann es nie sagen. Egal, sag mir, ich kann es nicht machen. Wenn, kann ich dann Nahkampfphase machen. So, sind 8 Stück. 5er. Nur einer durch. Ne, einer gesaved, meinst du? Ja, einer gesaved, ja. Das heißt, sind 6 Schaden. Der hier stirbt. Und den anderen kassiert 4 Schaden und nochmal 3 sind eher 3. Ne, das ist der General, 4. Okay, sind. Warte, da kommt noch was. Ja. Und zwar vom Flamesplitter. Mhm. 2, 4, 6, 9, 12. Der Flamesplitter, die sind noch mehr als 10, ne? Geht auf ja, die. Ja. Auf die Fiene Deadly? Genau. Ja, auf die 5. Auf die 5, ne, Deadly. Also. 1, 2. 2 Stück. Hatte ich mir mehr erhofft, aber okay. Gut. Das war die Fernkampfphase, mhm. Dann wird gecharged. Genau. Versuchen wir mit dem Gotrek. Ja. Der halbiert den Charge, aber mit einer. 9 ist der dicke drinne. Genau. Yep. Und hier, er versucht auch den Charge. 6 ist auch drin. Schauen wir mal, aber sollte reichen. Yep. Gut, dann Nahkampf. Genau. Wer als erstes? Gotrek fängt an. Okay. 6 Attacken. Jupp, minus 1 Hit. Und ich gebe einen Common Point aus, Safe Rolls 1 wiederholen. Okay. Also auf die 4 alles wiederholen. 3 darf ich nicht wiederholen. 3 darf ich nicht wiederholen. Alle. Und jetzt die Wundwürfe. Mhm. 4 Stück mit Rent minus 2. Das sind 6er. Eine 6. 3 Stück. 9 Schaden, ne? Genau, 9 Schaden. Dann stirbt er hier. 4. Und. Ups. 3. Er und der. Was hat man? 9, ne? Er ja. Kriegt noch 4 Schaden. Das heißt. Er 5 Schaden, hat noch ein Leben. Okay. Mir ist natürlich noch der Charge hier oben durch die Lappen gegangen. Marcel hat mir freundlicherweise erlaubt, dass ich das noch nachholen darf. Sehr fairer Spieler, wie immer. Klappt aber nicht mit. Ich krieg plus 1. Dann ja. Dann ja, dann klappt's. Besten Dank. Fang ich an, die Rattling Cannon auf den einen Typen, der übrig ist. Ja, und auf Gotrek. Genau, auf die 4. Nehmen wir das eigentlich schlechter. Auf die 5. Ja. 2 und auf die 3. Einer, kein Rent. 2 ja, Schaden.
Beide müssen Sechse sein? Nein, er ist tot. Sehr gut. Und dann die Boys noch auf Gotrek. Dann erstmal 8 von den Mob-Vorfäusten. Leider auch nur auf die 5. Oh Gott. Eine 6 habe ich, die macht W6 Verwundung. 2, sehr gut. Und auf die 3 auch nur 2. Ach, ist das schlecht heute. 2. Rip minus 1. Also 5 Stück. Beide safe. Oh Gott. Und die Schockfäuste auf die 5. 2 mit Rent 1. 5er. Beide durch. Hier wird es ein Schaden. Ja. Und er bekommt einen Schaden. Dann hat er 2 Schaden bisher. Jupp, dann du. Oder ja, ich nehme dir hinten. Also 4 Stück haben getroffen. Mhm. Jetzt verwunden sie auf die 4. 2. Darf ich aber nicht wiederholen, weil ich das nicht gekriegt habe. Genau. Rend 1. 5er. Beide safe. Oh Gott. Die bleiben stehen. Okay, und dann noch die 3 Jungs auf den Helden. Mhm. Auf die 3. Oh Gott. Ja, aber muss er jetzt. Auf die? Immer noch 4. 2 Stück. Rend 1. 6er. 2 Schaden. 2 Schaden. Okay. Dann haben wir als allerletztes meine Kanone und die Kanone auch, ne? Du hast ja nichts mehr. Nee, doch, hier steht auch noch. Achso, dann nehme ich die Kanone, W6 Attacken, 4 auf die 5, eine auf die 5, keine, das war's. Du kannst zurückschlagen. Der Held haut mit einer Attacke zu. Mhm. Ja, und auf die 3. Yep. Rent? Rent 1. Kein Rent, sorry. Kein Rent. Vierer. Steht? Steht. Und das war's. Okay. Dann schlägt die Kanone hier zurück. W6 Attacken. Eine. Auf die 5. Nein. Dein Held. Mein Held kann noch bombardieren. Der hat eine Attacke auf die 5. Nein. Und dann kann das letzte jetzt nochmal Gotrek Gas geben. Immer noch Hit minus 1, ne? Jupp. Also auf die 4. 3 darf ich nicht wiederholen. Das war nicht gut. Bis jetzt hast du aber sonst immer richtig gut mit dem gewöhnt, ne? Ja. Ach, scheiße. Weißt du, das wäre auch nicht Rent minus 1 gewesen, das wäre Rent minus 2 gewesen. Ich habe ja die Rune aktiviert. Fällt mir gerade ein. Aber der trifft schon mal mit allen 3. Der trifft mit allen 3. Rent minus 2, ne? 2, genau. Da 6. Die Rune nicht aus. 1er Reroll. Ne, alle durch. 9 Schaden, ne? 9 Schaden, ja. Dann ist der tot. Und der ist tot. Ne, der ist tot. Das sind 7 Schaden. Der kriegt noch 2 und hat noch 4 Leben. Mhm. Okay. Also, die Kanone wäre eigentlich tot. Du hast 5 und eine 6 gewürfelt und ich habe ja hier die Rune eingesetzt, die einen plus 1 Rent macht. Also hast du 2 Rent. Rent. Gut, da sie nur ein Leben hat. Ist sie dann weg? Ich hoffe, ich habe auch nirgends mal was vergessen. Ja, aber vergessen passiert. Also wir spielen es ja wirklich nicht oft. Ja, alles gut. Ist okay. Dann ist rum, oder? Dann ist rum. Dann. Ich gebe einen Common Point wieder aus. Das habe ich beide ausgegeben. Die bekomme ich auf die 5 plus zurück. Ein. Mhm. Bleibe ich bei einem. Wofür gibst du den aus? Kein Battleshock Immun. Okay, kein Battleshock Immun. Doch, Battleshock Immun. Yeah. Kein Battleshock jetzt, Battleshock Immun. Und du musst keinen machen, ne? Da hinten nicht, hier ist alles tot. Genau, ich muss keinen machen. Dann kriegst du wieder Punkte. Genau, ich kriege wieder hier. Wieder 10. Wieder 10 Punkte für dich. Jo. Zauberphase, Heldenphase, Entschuldigung. Auf die 2 plus kriege ich 20 Befehlspunkte. Ein bin ich bei 3. Ein kriege ich ja so. Bin bei 3. Ich gebe 2 Punkte aus. Um von den beiden die Zauberwürfe. Bei was für Punkte? Zwei. Warpsteinpunkte. Okay. Damit die beiden ihre Zaubersprüche wiederholen kann. Ich fange mit dem ersten Zauberspruch an von ihm, der überlädt wieder. Also auch die 5 muss ich wirken, ansonsten kriegt er selber D6 tödliche. Kommt gerade noch. Ich mache D6 tödliche auf ihn. Okay. Ach Mann, ey. Das klappt bei dir echt am laufenden Band. Oh. Okay.
Plan vereitelt selbst. Der hat noch 4 Leben, ne? Ja. Dann mache ich den nächsten Zauber vom Vermilord Warps hier, 26 Zoll auf die 8. Kommt auch. Macht auch W6 tödliche. Auf. Will ich ihn. Mhm. Ey. Oh. Dann haben wir den zweiten Schaden kassiert. Das ist unfassbar. Okay, der nächste Zauber. Das bringt doch nicht mal einen Arcane Bolt drauf zu machen. Shit. Nicht gut. Okay, er macht seinen Zauber, der Crazy hier vorne. Auf die 7. Wiederhole ich. Kommt. Auf die hier. Mhm. W3, ich muss mit 2 würfeln über den Wundwert würfeln der Einheit. Ja, also eine 2. Höher, also kein 2. Jetzt kriegen die D3 tödliche. 2. Okay. Und 1 von Hitchwalls abziehen. Okay, dann nimm mal den hinteren weg da. Den? Genau. Das war von ihm der zweite Zauber. Jetzt habe ich noch einen Vermilord, oder? Ich habe jetzt 3 Zauber gemacht. 4 Zauber gemacht. Ja. Auf ihn ein, auf ihn 2. Von ihm ein, auf die 2 habe ich noch. Dann mache ich ein Arcane Bolt von ihm. Kommt auf die 5. Kommt auf die 12. Das gibt doch D3. Dann nehme ich ihn. Mhm. D3 tödliche. 2. Besser als die 1. Dann hat er noch ein Leben. Mann, das kann nicht wahr sein. Dann nehme ich den letzten Zauber, kommt von ihm auch noch. 26 Zoll Reichweite auf die 7. Ja, macht W3 tödliche, auch auf ihn. Ja, dann ist er tot. Ja. War das so geplant? Nee. Eigentlich wollte ich die auch wegschroten. Okay. Aber es kommt immer, wie es kommt. Doch mit ihm. In der Fernkampfphase schießt das Teil auf die Jungs und die Würfel pro Modell auf die 4 plus 1 tödlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Würfel. Und jede 4 plus eine tödliche. Das sind 6. 4er. Alter. Not that bad. 1, 2, 3, 4, 5 Deadlies. Jo, ich nehme gleich die Modelle weg. Genau, dann schießt der. Ups, 50 Cent. Schießt der Warpseer auch auf die. Der, weil er so geschaut hat, hat ihm noch 2 Attacken. Auf die 3, auf die 3. 2. Auf die 3. Eine. Rend 1. 5er. Safe. Dann waren es die nur die. Wie schauen wir uns eben? 5? 5. 5 Schaden. Macht die Kanone. Okay, die Kanone, die überlädt jetzt. Und wir versuchen alles auf ihn. Mhm. Komm, mal keine 1. Auf die 1 ist heute Verlass. Oh, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Muss mal gucken, wie viele 1 ich würfel. Bitte nicht so viele, lieber Gott. 2. 3. 3. 3, B3 tödliche. Down. Ja. Dann habe ich 12 Retter. 12 Retter. 3, aua. Ich glaube, er ist tot, oder? Ich glaube auch. Er ist einfach sowas von tot. Er ist tot! Boom, hat's gegenmäßig, Alter! Also das ist das Ergebnis. Ja, das war's dann. Für Gotrek. Für ihn nutze ich auch seine Fernkampffähigkeit, die Sphäre der Voraussicht. Da kann ich einmal im Spiel die Einheit auswählen von 13 Zoll, die kriegt W6 Deadlies. Aber dadurch kann ich ab jetzt nie wieder meine Safe Roads wiederholen. Okay. W6 Deadlies. Ey, das ist so schlecht. Naja, also komm. Dann ist noch einer tot, der da hinten auf genau. Die 1 ist sowas von Verlass heute. Okay, dann springe ich direkt über in die Charge Phase und ich charge mit ihm. Das ist eine 5. Oh, schick it. 5, schick it. Nahkampfphase, ich aktiviere für einen Befehlspunkt, dass ich 1 erhöht rerollen kann. Mhm. Genau, ob das was bringt oder nicht bringt. Auf die 5 plus gegen Kompon wieder. Nein. So habe ich einmal nur 6 Attacken.
Ich will irgendwie sicher gehen, dass die Jungs sterben. Und das ist auf die 3. Sehr gut, 1er Reroll in Compoint. Gar nichts. Und verwundet auch auf die 3. Das sind nur 3 Stück Wundwurz und 1 hätte ich wiederholen müssen. Was? 3 Stück mit Rent minus 1. Oh, 6er. 3 Schaden. Scheiße. Sind genau 6. Nochmal 3 weg. 3 Retter. Aua. Nee, keine Retter. Ah, warte mal. Ah, egal, es waren eh schlechter. Es wären kein 6er. Wer ist mein Champion? Den? Ja, dem lässt er bitte. Okay. Der Champion haut zurück. Ja. 3 Attacken. Wovon 2 treffen. Und auf die 4en, wovon eine trifft. Rent minus 2. 6er. Wie viel Schaden? 1. 5er Retter. Und 5er Retter. Juhu! Ein Schaden. Hatte noch 3. Ja. Gut. Dann Battleshock-Test für den. Wie viel Zoll ist er denn von dem Ziel entfernt? Der hier? Ja. Ja. Der muss keinen machen, ne? Nee. Muss er vollständig hier von 12 sein? Dann. Marcel kriegt Punkte, würde ich sagen. Punkte! 2, 3, 7. 7, damit habe ich 6. Ich habe 13. 13 zu 22. 13 zu 22, oh! Aber wir sind erst in Runde 3. Also Roll off! Einmal im Leben! Warte hier der. Achso, ja, Würfel? Obwohl, ja, ist ja keiner in der Nähe. Ich glaube, er geht einfach so weg. Aber ich würfel mal. Ja, geht ist eh weg. Okay, das war der Indie-Wurf. Nein, den habe ich mir jetzt aufgespart. Okay, los. Indie-Wurf. 1, 4. Das ist so schlecht, oder? Du wolltest nie den Doppelturn haben, hast du gesagt. Das ist so schlecht. Alles klar. Kommen wir in meine Heldenphase. Es geht los mit der 4. Runde, ne? 4. Runde, Zug 1. Befehlspunkt klauen. Befehlspunkt klauen hat noch nie funktioniert. Ich würfel eh nur Einsen heute. 2. Okay. Genauso schlecht. Dann fangen wir an mit Gebet den wirken. Gebeten. Und ja. Zwar beginnt es mit dem Safe-Wurf. Mhm. Plus 1 für die. Ja. Klappt nicht. Nein. Wundwürfe wiederholen. Klappt auch nicht. Und der Splitter. Der klappt. Immerhin der klappt. Okay. Der Splitter steht. Dann weiter geht's mit Bewegung. Ja, genau. Weiter geht's mit Bewegung. Ja, die Jungs werden sich jetzt rennend bewegen. Sie rennen eine 2. Mhm. Ah, warte mal. Ich muss noch eine Rune auswählen. Ja. Und zwar... Nils, der alte Runenfuchs. Runenfuchs. Rune der sengenden Hitze. Bei jedem unmodifizierten Verwundungswurf für eine Attacke einer Freundin Einheit addierst du für diese Attacke 1 zum Schadenswert. Ist auch für Fernkampf. Da steht nichts... Oh, und die brockt sogar. Wirft zusätzlich... Zum normalen Effekt ziehe Rückseite einen Würfel für jede feindliche Einheit innerhalb von 3 Zoll und befreundete Einheiten der Fire Slayers. Wenn diese Rune aktiviert wird, bei 2 plus erleidet die jeweilige Einheit eine tödliche Verwundung. Da okay. Oben. Das passiert jetzt gerade einfach. Ja, okay, genau. Auf die 2 plus ein Deadly. Ja. Ein Glück kommt ein Deadly. 5 plus. 5 plus. Safe. Schade. Der killt ihn noch. Ja. Egal, aber das war's. Shooting Phase! Genau. Alle sind vorgerannt, bereit zum Knattern. Ja, die sind nicht vorgerannt, die sind einfach nur gelaufen. Ja. Die schießen auf die Stormwurmens vor sich. Stormfiends, ja. Stormfiends, Entschuldigung, genau. Ja. Und zwar auf die 4. Achso, ich gebe einen Befehlspunkt aus, dass ich Trefferwürfe von 1 wiederholen darf. Korrekt. Auch das ist wie immer wichtig. Auf was triffst du, auf die 4 oder 3? Auf die 4. Achso. Siehst du noch eine 1? Ja, nee, ne? Eine 3 sehe ich aber noch. Ja, die kommt raus. Die 3 Einsen wiederhole ich. Mhm. Es gibt noch eine 1. So, und jetzt war es jede unmodifizierte Verwundungswurf. Von 6. Genau. Schade, dass ich die nicht... Du hast super gut gewürfelt. Ja, aber ich habe jetzt ja eben das Gebet nicht geschafft. Wenn das jetzt noch geschafft wäre, hätte ich die Verwundungswürfe noch wiederholen dürfen. Das wäre geil gewesen. Auf die 3. Ja. Ist eh schon gut genug. Wir haben hier... 3 Sechsen drin. Ja, die würfel ich zuerst. Rent minus 1, ne? Mhm. Fünfer. Einer durch, 4 Schaden. Ja, 2 durch. Ja, manche. 4 Schaden, der hat noch ein Leben. Und dann sind es noch 2, 4, 6, 8. 8, 3, 6, 8. Auch auf die 5. Ui. 4 gesaved, 3 Schaden. Dann hat der hier 2 Schaden gekriegt. Noch 4 Leben.
Kannst du mit vier Leuten die Axt werfen. Genau, vier Leute werfen noch eine Axt. Ja. Auf die fünf. Eine. Mhm. Nein. Der hier noch die Axt? Genau. Oh. Auf den Chef. Auf die fünf. Nein. No. Okay. Der Splitter? Genau, der Splitter ist jetzt die Frage. 2, 4, 6, 8, 10, 12 Würfel. Auf. Das ist eine gute Frage. Komm, wir versuchen. Ihn? Den. Ja, genau. Okay, auf die Sechsen. Eine 6? Eine 6, eine tödliche. Okay, noch 3 Leben. Genau. Das war's mit dem Fernkampf. Mhm. Dann wollen wir chargen. Chargen? Die? Ja. 6, glaube ich, drin. Kommen sie rein, ja. Ja. Ja, reicht. Genau, das war's mit dem Chargen. Okay. Gerade kriegt ihr 3 gerade noch gesehen. Der Enterspell durfte noch bewegt werden von mir. Bewegt den so und ach, komm weg. Der kriegt dann D3 tödliche. Eine nur, wie immer. Okay. Das ist so schlecht. Comet Face, wieder ein Common Point weg. Nee, warte mal, er steht für 2 weg, er kann das nicht. Oder? 6 Zoll? Ich glaube, innerhalb von 12. Innerhalb von 12? Vollständig innerhalb von 12. Sind die doch. Das wären sie, aber ist sicher, das ist ja nicht der General. Ja, beim General ist vollständig von 18. Dann gebe ich das nochmal aus. 80% sicher. Ihr könnt uns korrigieren. 8 Stück. Auf die 3, 1 Reroll. 3, 1 Reroll. Wie immer. Genau. Sehr gut. Und auf die 3. Die 3. Doppelschaden. Trifft nicht, trifft nicht. Also einen mit Doppelschaden. Den Michael, der ist das? Hat das Rent? Nee. 2 Schaden schon mal und die anderen? 4 Stück. Aktivieren. Dead. Juhu. Okay. So, die Reinkarnation Gutrex wird angegriffen. Vermin Lord, 6 Attacken auf die 3. Selten nur 3 Stück. Und auf die 3. 2 Stück. Rand 1. 2 Stück. Oh, einer. Schade. D3. Tot. Yep. Heldenphase ist geben. Auf die 2 plus für die Common Points. Ja, nochmal ein, 2 dazu, bin ich bei 4. Bei 4 Common Points. So, dann fange ich an zu zaubern. Er hier hinten löst den Enter-Spell auf. Mhm. Auf die 7. Nein. Nö. Muss sogar drüber würfeln, ne? Ja. Ich müsste eine 8 würfeln. Ja. Auf die 5 plus kriegen die minus ein Hit. Ja. Oh. Und im Nahkampf oder im Fernkampf? Alles. Aber nur in dieser Phase. Ja. In der nächsten Heldenphase neu würfeln. Dann mache ich den nächsten Zauber. Er zaubert. Gibst du wieder lustige Punkte aus, dass du es wiederholst? Für den jetzt noch nicht. Ich wechsle jetzt auf den Doppelturn. Oder das machst du schon die ganze Zeit. Ich gebe mal aus, komm. Ich darf den Wurf wiederholen auf die 8. Nein, ich wiederhole. Wenn du es jetzt nicht schafft, explodiert er? 6, nein. Nee, nee. Hast du nicht irgendwas mal gesagt? Nein, das war bei ganz anderer Zauber. Okay, sorry. Der zweite Zauber, den er macht, ist dann einfach ein. Macht er jetzt ein Mystic Schild auf sich selber. Das kommt. Mystic Schild auf sich selber. Der. Wer hat das gemacht? Er hier alles auf sich. Und der hat nichts mehr in Reichweite. Der ist durch. In der Heldenphase kann ich jetzt sonst nichts mehr machen. In der Fernkampfphase fangen wir an. Der Kollege drüben, der Bombardier, der überlädt. Boom. Ein Schuss hat er auf die 4. 2, trifft nicht. Wenn ich eine 1 gewürfelt hätte, hätte er W6 tödliche gekriegt. Schade. Ne, 2 W6 kriegt er sogar dann. Hui, heftig. Weil er überladen hat, ne? Ja. Dann schießt der hier, ist nichts innerhalb von 6 Zoll. Lucky me. Und dann chargen wir einfach. Let's go. Der Vermin Lord fängt an zu chargen. Wiederholst du? 6. Nee, ich muss wiederholen. Sag ich ja. Das reicht. Das ist gerade so. Ja, okay, ich wollte gerade sagen, das reicht dicker, aber dann war es doch nur eine 7. Ja. Die ist Clan Charge ebenfalls. Das war. Common Point für 1 Hit Reroll für den Vermin Lord selber. Und dann ab geht er, der Peter, 6 Attacken. Auf die 3. 6 Einsen.
Dann reroll ich alle. Okay, 3. Schade, eine nicht. Und verwundet auf die 3. 4 Stück Rend 1. 6. 4 Stück? Mhm. Keine. 4 mal die 3. Boah, das sind 6. 10. 10 Schaden. Aua. So. Toll, ey. Das gibt ja voll aufs Maul. Ja, 10 Schaden. Action von dem Halfguard. Auf die Ratten alles. Auf die 4. Schade, dass eben die Gebete nicht geklappt haben. 2 Stück kann rennt. Dann 5er. 2 tot. Juhu. Die klaren Ratten schlagen zurück. 13 Attacken. Auf die 4, auf die 4. Oh, die hätten einen der Reroll gebraucht. Oh mein Gott, nur 3 Stück. Boah. Auf die 4. Eine. Boah. Nur eine. Eine? Mhm. Ein Schaden. Ein Schaden. Jo, legen wir hin. Dann war's das mit der Runde, ne? Bellshock-Test muss ich keinen machen, weil ich innerhalb von 12 Zoll bin. Du, deine Ratten müssen einen machen? Müssen keinen machen? 2 gestorben. Doch, müssen. Verhinderst du ihn? Du hast genug Command Points, glaube ich. Nee, verhindere ich aber nicht. Okay, dann Würfel. Die sind noch über 10, die kriegen bloß 2. Also haben die 6 gerade, 2 sind gestorben. 4, keiner. Okay. Dann muss ich würfeln, ob der Splitter geht. Ja. Er bleibt. Hast du einen Bellshock mit dem Mann? Nee, hab ich ja gesagt, weil die innerhalb von 12 um das Missionsziel sind. Perfekt. Dann gibt's den Roll-Off. Genau. Den letzten. Mal gucken, ob 4 in 1 wird. Achso, du kriegst noch Punkte. Ich krieg noch Punkte, sehr gut. 2, 3, 7. 7. Das waren 20 zu 27. Ja, es geht auch. Du hast mehr. Du hast 23. Nee, ich hab 27. Ach, 27. Ja. Ich hab 20. Ja. Okay. Jetzt. Also du kannst noch gewinnen. 4, 5, das ist 5. Unfassbar. Unfassbar. Ja, dann geht's mit meiner Phase weiter. So, das Hero Phase, Runde 5. Dasselbe Gebetsspielchen mit ihm. Ja. Auf die Verwundungswürfe wiederholen. Mhm. Auf die 3. Ja. Ja, endlich klappt das mal. Und die Safe-Würfe plus 1. Auch das klappt. Okay. Sehr nett. Ansonsten kommt die Bewegungsphase. Ja. Mit denen hier renne ich einfach zurück, sodass du hier hinten nicht mehr rauskommst. Alles klar. Ja. Und. Das ist der Game Changer eh. Und mit dem auch? Ihm gebe ich den letzten Command Point aus und renne 6. Du kannst eh erstmal würfeln, musst nicht. Achso, ja, stimmt. 3, gibst du trotzdem aus? Ja. Steht da? Ja, die stehen so da. Weit kommt er nicht. Ja, 10, oder? Ja. Schick it. Nee, 7. Aber ja. Der hat doch 4 zu bewegen plus 6 rennen. Und die Rune, die ich ausgebe, ist. Das vergesse ich jedes Mal. Wir haben sogar einen Zuschauer bei uns. Hi! Meine Fire Slayer haben bloß einen Mutwert und ich wiederhole es. Ja, gib Dingens. Komm, ist jetzt nicht so wichtig. Ja, ist nicht so wichtig, hast recht. Die nach da, der steht da. Dann kommen wir in die Shooting Phase. Die müssen wir noch bewegen. Shooting Phase! Die 5 Boys. Knattern. Oh, 4, 6, 8, 10. Yep. Das ist Scheffe. Yep. Knattern. Die knallen auf die Ratten, das können sie nicht angreifen. Moment, die Palisade auf die 5 plus kriegen sie minus 1 Hit. Ja, stimmt. Nein, diese Clan-Ratten auf die 5. Nein, okay. Okay, ich muss auf die Ratten schießen. Nee, du kannst auf ihn schießen. Echt? Schießt mit ihm auch im Nahkampf. Dann schieße ich auf ihn. Ja. Oh Gott. Auf die? 4. Obwohl, geht. Mhm. Schade. Und jetzt auf die? Auf die 3 alles wiederholen. Jupp. 2, 4, 6, 7 mal rennt minus 1. Schade, dass ich jetzt nicht den mehr Schaden habe und so. Aber die haben doch eh 2 Schaden, oder? Ja, klar. Aber also erstmal 7, Rent 1. 7 mit Rent 1. Rent 1 auf die 5 und 1er Reroll. Das ist nicht gut. Das nee, da, also 1er Reroll wegen Mystic Shield. Ja. Okay. 6 Stück, das sind 12 Schaden, oder? 12 Schaden, genau. Auf alle deine Würfel. Ups. Das war's. Ja, ich glaube auch, dass der umfällt. Gut.
Okay, machen wir es kurz offiziell. Nahkampf brauche ich ausführen, weil es egal ist. Die Punkte hier würde ich jetzt eh nicht mehr aufholen können. Ich kann hier nichts mehr kaputt zaubern oder sonstiges. Das heißt... Also ich würde jetzt nochmal 5 Punkte holen. Punkte kriegen, wäre dann bei 32. Und wenn ich jetzt so stehen bleiben würde, weil ich kann ja eh nichts mehr holen, würde ich maximal nur noch 7 Punkte kriegen. Also 4 und 1 sind 5, 7. Und dann hast du 35 zu 32. Jo. Geiles Spiel, Mann. War super. Ich muss vorsichtig machen. Sehr geil. Guck mal, was hier für eine krasse Community hier alles ist. Guck mal hier. Boom, Alter. Heftig. Okay, cool. Ja, viel Spaß gemacht. Vielen Dank.